Hallo, hallo und herzlich willkommen zu unserem neuen Hörspiel, die Kakerlakenparty. Es ist wieder soweit. Heute ist Samstag und ihr hört die Anrufe aus der vergangenen Woche nochmal zusammengefasst, nur ohne meine Kommentare und ohne meinen Blabla. Daher eignet sich das Hörspiel wunderbar zum Nebenbeihören und Entspannen, zum Einschlafen, zum Sport machen oder was ihr gerade sonst so alles dabei tun möchtet. Ich wünsche euch viel Spaß mit unserem Hörspiel Kakerlakenparty. Hallo. Ja, hallo. Ja, hören Sie mich jetzt, Batmanach. Was denn? Können Sie mich hören? Spreche ich gerne mit Herrn Batmanach. Ja, was denn? Ja, schön Sie zu erreichen erstmal. Was haben Sie, schlechte Laune heute oder was? Haben Sie ein Problem? Ja, ist ein Problem. Ich schaue hier in mein System hier Daten. Ja, und was wollen Sie jetzt hier mit mir? Ey, langsam. Ich habe Ihnen gesagt, haben Sie schlechte Laune heute oder was? Und was geht Sie das an? Sind Sie bescheuert oder was? Hallo, guten Tag, Herr Claudius. Das ist Lena Schmidt. Ich rufe Sie an von Influxfinanzfirma auf Qualitätsabteilung. Herr Claudius, ich habe schon gesehen, Sie haben sich registriert in unser Unternehmen. Wann denn? Es ist ein Handelsunternehmen, ja? Ja, und wann habe ich das gemacht? Nach einer Werbung, Sie haben sich registriert in unser Unternehmen. Ja, aber das ist ja jetzt nicht die Antwort auf die Frage. Zum dritten Mal. Was ist Ihre Frage? Ja, wann? Nach einer Werbung, Sie haben so gemacht. Ja, das ist ja nicht wann. Wann bedeutet Datum und Uhrzeit? Es ist ungefähr 2 Monate bevor. Aha. Aber Sie wissen schon, dass da in der Zwischenzeit 10 Millionen andere Betrüger angerufen haben. Herr Claudius, respektieren Sie. Was meinen Sie Betrug? Naja, seitdem ich mich da in der Werbung angemeldet habe, haben hier, weiß ich nicht, mehrere hundert Betrüger angerufen. Nein, es ist nicht richtig, Herr Doch. Claudius. Es ist Ihre Stelle und Sie haben keinen Zugriff darauf, ja? Ja, aber warum rufen denn die ganze Zeit Betrüger an? Ich rufe Sie an, damit wir zusammen diese Stelle aktivieren können, ja? Ja, aber ich will ja gar nichts aktivieren. Und danach, Sie werden Ihre Stelle bekommen, Sie werden eine Login und Passwort bekommen und Sie können anfangen, ja, als Anfänger. Und wozu brauche ich das? Wie bitte? Und wozu brauche ich das, wenn ich da sowieso nichts einzahle? Jetzt, Sie müssen einzahlen, 50 Euro auf Ihre Stelle und danach, es wird automatisch verified sein, so, und Sie können Ihre Passwort und Login bekommen, ja? Ja, mache ich aber nicht. Warum? Ja, weil habe ich doch jetzt erklärt, weil hier mehrere tausend Betrüger anrufen am laufenden Band. Da zahle ich doch bei euch nichts ein. Es ist nicht Betrug, Herr Claudius. Ja, und warum rufen die ganze Zeit Betrüger an? Herr Claudius, Sie haben selbst nicht kritisiert und deshalb, Sie werden immer wieder diesen Anruf bekommen, ja? Ja, das ist ja richtig. Machen ja nur Betrüger so, richtig. Ja, wir machen so, ja? Und Sie werden immer wieder diesen Anruf bekommen. Ja, aber hab Ihnen ja gerade gesagt, dass ich das nicht will. Herr Claudius, Sie haben das nicht registriert. Ach so, also machen Sie sich dann quasi freiwillig strafbar und geben es sogar noch direkt zu. Sie werden immer wieder diesen Anruf von verschiedenen Unternehmen bekommen, ja? Also, wenn Sie möchten immer wieder diesen Anruf bekommen, machen Sie. Aber wenn Sie möchten nicht bekommen, diesen Anruf, Sie müssen am 1. Ihre Stelle befreien und aktivieren machen und danach es wird verified sein und Sie werden keinen Anruf bekommen. Aber also mal davon abgesehen, dass das Blödsinn ist, wenn ich bei Ihnen Geld einzahle, dass dann keiner mehr anruft, weil davon wissen ja die anderen nichts und rufen trotzdem an. Das ist Erpressung, was Sie da gerade gesagt haben, ne? Wenn ich da Geld einzahle, dass die Anrufe aufhören. Und dann ist es ja noch sogar zusätzlich Betrug, weil es stimmt ja nicht. Also machen Sie sich gerade mit Ihren eigenen Aussagen gerade selbst strafbar, oder wie? Herr Claudius, Sie müssen respektieren, wenn jemand das anrufen Sie an, ja? Und ja, aber ich habe Ihnen noch gesagt, ich will das nicht. Jetzt Sie beleidigen mir, ja? Also, nö. Sie werden immer wieder diesen Anruf bekommen, Herr Claudius. Ah ja, also sind Sie Betrügerin. Sie ja, weil Sie eine Betrügerin sind. Ich wünsche Ihnen einen guten Tag noch, das ja? wünsche ich Ihnen nicht. Hallo? Hallo, guten Tag, Herr Sebastian. Es ist Lena Schmidt. Ich rufe Sie von Influxfinanzfirma aus Qualitätsabteilung. Herr Sebastian, haben Sie Erfahrung im Online-Trading oder nein? Ja. Ja?
Also, erklären Sie mir über Ihre Erfahrung. Was soll ich Ihnen da erklären? Was möchten Sie denn wissen? Wo kann ich Ihnen denn weiterhelfen? Herr Sebastian, Sie möchten immer wieder diesen Anruf bekommen? Was? Sie möchten immer wieder diesen Anruf bekommen, Herr Sebastian. Ja, soll ich Ihnen weiterhelfen bei irgendwas oder wie? Herr Sebastian, wissen Sie, warum ich rufe Sie an? Weil ja. Sie haben das nicht registriert in unser Unternehmen und nee. Deshalb ich rufe Sie an. Nee, das ist ja falsch. Es ist richtig. Nee. Sie haben keinen Zugriff darauf, deshalb ich rufe Sie an, Herr Sebastian. Es ist noch nicht aktiv. Ja, aber Sie rufen doch an, weil Sie von mir 250 Euro klauen wollen. Jetzt, ich rufe Sie an, damit ich verstehe, welche ist besser für Sie. Ja, Sie werden entscheiden, mit welchem Preis möchten Sie anfangen, ja? Ja, na, Sie wollen ja so 250, 500 oder 1000 Euro haben. Für die anderen Betrüger. Herr Sebastian, Sie müssen respektieren, jemand, das rufen Sie an, ja? Ja. Es ist sehr schlecht für Sie. Das ist sehr schlecht für mich, trotzdem, ja. Trotzdem, Sie werden immer wieder diesen Anruf bekommen, Herr Sebastian, ja? Ist ja? Doch gut. Ist doch schön. Ja, es ist sehr gut. Wir werden so machen. Ja, dann kann ich noch mehr Leute deren Zeit klauen. Schöne gute Nacht noch. Ja, wünsche dir auch eine schöne gute Nacht. Hallo, schönen guten Tag. Mein Name ist Max. Sie haben gerade bei uns ein Handelskonto gemacht. Ja, auch das ist möglich. Okay, und für das ich wollte weiterhelfen zu aktivieren. Okay. Menu? Ja? Oh, ist nö. Sagst du ja auch nicht. Sagst du ja auch nicht. Ist los. Wer wird mir denn jetzt helfen? Hallo? Hallo? Ja, ich dachte, Sie wollen helfen. Jetzt sagen Sie ja nicht mehr. Wozu rufen Sie ihn überhaupt an? Hallo? Sag mal, bist du deppert oder was? Ey, Flitzfiebe! Sag mal was. Was ist los mit dich? Hallo? Sag keiner mehr dran? Oh, du leckst du fett. Ich pack mal das Telefon an die Seite, vielleicht hast du ja noch Lust zu erzählen. Herr Teleran, mein Name ist Corinna, ich melde mich wegen Ihrer Registrierung. Ja, aber ich bin bei euch angemeldet, habe ich auf der Webseite, ja. Okay. Ja, Haben Sie mich auf den Sprecher gestellt? Ja, hab ich gemacht. Ja. Ja, ich höre mich also zweimal und so kann ich mich nicht konzentrieren, mit Ihnen zu sprechen. Warum sprechen Sie nicht normal am Telefon? Was sprichst du normal? Okay, Ihre Stimme hört sich nicht als deutscher Bürger, eigentlich ein Schweizer Bürger oder Österreich. Aus welchem Land kommen Sie? Aus dem Osten. Okay, alles Gute auf Wiederhören. Ich glaube, Sie wollen Spaß mit mir haben und ich habe keinen Zeit. Nee, ich habe nicht gedacht, dass ich mir jetzt hier eine Prostituierte ans Telefon hole. Okay, Voldemort 99.sebastian@outlook.com. Was für eine E-Mail-Adresse ist das? Das ist meine E-Mail-Adresse. Okay, kein Problem. Sie werden ja vielleicht noch weiter bestimmte Anzeige bekommen, weil Sie andere Namen benutzen in ja Ihrer E-Mail-Adresse. Nee, das ist ja legal. In der E-Mail-Adresse darf ich hier hinschreiben, okay, was ich will. Ich hab da mal eine Frage. Stell dir vor. Okay, ich spreche. Zitter nicht, ich hab gesagt, stell dir vor. Weil du mir immer ins Wort fällst. Du laberst okay, ja immer dazwischen, Anzeige, wenn ich irgendwo. Ja. Ja, Herr Gerold, ich bin Ihre Kontobetreuerin von Finanzmarkt. Sie haben sich gemeldet, ja, im Onlinehandel. Aha. Und da rufen Sie Sonntag ja, an. Rufen Sie mich? Hallo, können Sie sprechen etwas lauter? Ich höre Sie nicht. Ja, da rufen Sie sonntags an, oder wie?
Ja, aber wenn es wäre Montag, könnten wir das machen. Ich denke, keine Ahnung, nur 4 Minuten. Aha, ich kann das sogar selber machen, ja. Diese Aktivierung. Aha. Warum müssen Sie das machen? Bitte? Warum müssen Sie das machen? Weil Sie haben keine Zeit deshalb, aber wenn Sie können selber machen, ich kann das, Sie können das selber machen. Das war jetzt die Antwort, oder wie? Bitte? Das war jetzt eine Antwort, oder wie? Also, Sie haben sich angemeldet und jetzt möchte ich Ihnen einfach helfen, Ihr Konto erfolgreich zu aktivieren, okay? Mhm. Okay, dann sagen Sie mir bitte, haben Sie Erfahrung in diesem Bereich oder sind Sie Anfänger? Womit jetzt genau? Bitte? Womit jetzt genau? Haben Sie keine Erfahrung in diesem Bereich, ja? Na, womit denn jetzt mit genau? Mit Handel, mit Kryptowährungen zum Beispiel. Ach so, nee, mit Krypto nicht, nee. Okay. Und überhaupt, welche Zahlungsmethode benutzen Sie? Haben Sie Kredit, Debitkarte oder andere Methode? Ich verstehe die Frage nicht so ganz. Also, es geht um eine Investition zu Ihrem Handelskonto. Ja, weil Sie haben ein Interesse, wir können machen diese Investition, danach können Sie Handel machen bei uns. Aber da stand doch kostenlos. Nee, nicht kostenlos. So sollen Sie investieren, Minimum ist 250, danach können wir geben, diese Chance mit Demokonto zu machen. Aber warum stand denn da kostenlos? Ne, so sollen Sie investieren. Vielleicht das ist unsere Werbung, einfach machen wir so, damit unsere Kunden begeistert sind. Ach so, und vielleicht. Hinterher lügen Sie denn und dann ist es doch nicht so. Ach so. Bitte? Ja, dann ist ja die Werbung gelogen. Aha, und haben Sie Interesse jetzt oder? Klingt nach Betrug. Bitte? Okay, haben Sie Interesse oder nicht? Hören Sie nicht? Ja, ich höre Sie. Aha, dann sagen Sie mir bitte, können wir jetzt aktivieren Ihr Konto, oder? Weiß ich nicht so richtig. Unser Minimalbetrag ist 250. Haben Sie dieses Geld in Ihrem Konto, oder? Ja, natürlich. Dann können wir das machen. Haben Sie Kredit-Debitkarte? Also Sie fahren ja ganz schön auf das Geld ab, ne? Also, möchten Sie machen diese Investition oder nicht? Sie können einfach kurz antworten. Na, ich lass mich nicht betrügen. Ach, okay, wieder hört. Betrüger? Sie sind Betrüger. Nein, Sie sind Betrüger. Sie sind Betrüger. Nein, Sie sind Betrüger. Sie sind. Nein, Sie sind Betrüger. Okay, Sie sind. Nein, Sie sind Betrüger. Nein. Doch. Sie sind Betrüger. Doch. Sie betrügen die Leute. Nee, Sie sind Betrüger. Oh. Hallo, guten Tag. Johann Kappel ist am Apparat. Sie bekommen einen Anruf von Europäischer Finanzbörse. Ich möchte mit Frau Claudia Gabelbieger sprechen. Nee, sind Sie bescheuert oder was, Herr Claudia Gabelbieger? In dieser Telefonnummer ist Claudia Gabelbieger auf der Plattform registriert. Ja, richtig, bin ich. Okay. Herr Gabelbieger, Sie haben Interesse, mit Kryptowährungen online zu handeln, richtig? Ja. Da steht, dass Sie haben keine Erfahrung, richtig? Nein. Okay. Ich bin Ihr Privatkontoberater und mein Job ist Ihnen dabei helfen und alle richtigen Informationen zu geben, womit Sie werden besser informiert auf die Finanzbörse. Aha. Okay? Aha. Okay, sagen Sie bitte mir, haben Sie gewünschte Kryptowährung oder Aktien, womit Sie Handelskurs wollen? Nee. Okay, also natürlich von unserer Seite, Sie bekommen Empfehlungen, was Sie werden selbst entscheiden. Aha. Womit Sie wollen handeln. Aha. Okay, sagen Sie bitte mir, mit welcher Summe wollen Sie einsteigen? 10 Millionen Euro. Okay, deswegen sind Sie Anfänger, Sie können nicht mit solcher Summe einsteigen. Warum nicht? Sie muss den ersten Schritt mit unserer Firma mit weniger Geld machen. Ja, dann ist Ihre Firma die falsche. Denken Sie, es ist so? Ja. Ich denke, Sie sind falsche Person. Ganz einfach. Ja, nee, die Firma ist falsch. Okay, ja. Das ist unseriös. Keine gute Firma. Seite, wenn Sie machen. Okay, warum? Ja, weil man nicht genug Geld einzahlen kann. Was soll ich denn damit? Also, okay. Okay, wohl.
sofort mit 10 Millionen einsteigen? Ja. Kein Problem, machen wir Folgendes. Sagen Sie bitte mir, mit welcher Zahlungsmethode wollen Sie das machen? Ausschließlich mit Kreditkarten. Die habe ich geklaut. Mit Kreditkarte, Sie wollen 10 Millionen investieren? Ja. Ja, ich kann Ihnen ganz Bescheid sagen, dass Sie unseriöse Person, deswegen mit Kreditkarte so große Summen überwiesen, Sie kommen nie. Warum nicht? Geht das mit Ihrer nicht? Mit meiner geht das schon. Also nein. Ja, dann haben Sie eine komische Kreditkarte. Okay, also meine Kreditkarte ist komisch und nicht Ihre. Das kann sein, dass Sie sich vielleicht nicht kein so richtig Problem. Auskennen, aber dann rufen Sie von einem unseriösen Unternehmen an, was sich nicht so richtig auskennt mit dem ganzen Kram. Okay, also Sie kennen sich halt einfach nicht so richtig aus damit. Ich werde unsere Sind Sie ein Betrüger? Sie sind unseriöse Person. Nein, also Sie sind ein Betrüger. Nein, Sie betrügen die Leute. Unser Gespräch ist aufgenommen. Ja, und damit genau, richtig. Und wird auf YouTube gestellt. Ganz genau. Ja. So einen Tag noch. Ciao, ciao. Das wünsche ich dir nicht, du Betrüger. Unseriöse Person. Ja, ja, unseriöser Betrüger. Hallo? Ja. Guten Tag, ich spreche mit Herr Lazenbengel. Ja. Hallo Herr Lazenbengel, mein Name ist Austin und ich rufe Sie aus Stogesdessin mit dem Bitcoin-System. Wie geht es Ihnen heute? Ja, jetzt nicht mehr mich beim Frühstücken. Ich rufe Sie an, weil ich sehe, dass Sie haben ein Investitionskonto bei uns eröffnet und Sie möchten unser automatisches System zu benutzen, ja? Ja, aber Sie wissen schon, dass Sonntag ist, ne? Ja, der Grund, warum ich jetzt rufe, ist, weil ich sehe, dass Sie nicht gemacht haben, die Konto selbst zu aktivieren und ich rufe Sie an, so Sie können Ihnen mit dem Filter zu helfen. Aha. Ich bin Ihr persönlicher Kontomanager, der dafür zuständig ist, Ihnen mit dem Konto zu helfen. Ja? So, Herr Lazenbengel, haben Sie Erfahrung im Onlinehandel oder das ist Ihr erste Mal? Also, Moment, habe ich den Mund voll. Okay, und haben Sie eine spezielle Stelle oder wollten Sie es nur einfach ausprobieren? Ja, ich kann es professionell. Wie bitte? Professionell. Okay, und sprechen Sie eine andere Sprache? Nö, und du? Was? You speak English? Nö, wieso? Wo ist das Problem? Can we try to continue in English? And if you don't understand something, I will translate for you. Hast du eine Macke oder was? Hallo, melde ich mit Herr Karl? Das ist mein Vorname. Würden Sie mich bitte mal mit meinem Nachnamen ansprechen? Das ist das Problem. Ja, das ist ein Problem. Sowas ist unfreundlich. Tschüss. Was sind Sie, was soll das? Guten Tag, Herr Kekerchen. Herr Kekerchen, ja? Ja, jetzt das ist normal. Was? Immer Arden am Apparat und ich rufe Sie wegen Ihrer Interesse für Bitcoins und Kryptos. Ah ja. Toll. Sie haben Anmeldung gemacht. Haben Sie Interesse für Online-Handeln, stimmt? Weiß ich nicht. Also, woher haben Sie denn die Info? Denn Sie haben Ihre E-Mail-Adresse und Telefonnummer eingegeben, damit Sie haben eine offizielle Anfrage gemacht, dass Sie Online-Handeln mit Bitcoins anfangen wollen. Bitcoins, denn Bitcoin makes people rich. Sie haben diese Werbung gesehen. Kann sein, ja. Ja, genau. Und danach, Sie haben E-Mail-Adresse und Telefonnummer eingegeben. Jetzt, Sie haben eine Handelsplattform, aber das ist nicht aktiv. Wenn wir machen das aktiv, danach von unserer Seite, Sie bekommen Robot-Software, das ist das System, die läuft automatisch für Sie und macht mathematische Analyse für Sie. Mit diesem Programm, Sie werden schon im ersten Monat Profiten auf Ihrem Handelsplattform kriegen und danach Sie entscheiden, wollen Sie weitere Investitionen machen oder wollen Sie dieses Profiten auszahlen auf Ihrem Bankkonto oder Kreditkarten. Aha. Sie haben jetzt Lautsprecher eingeschaltet, oder? Nee, der war schon vorher an. Okay. Herr Erwin, wollen Sie Online-Handeln anfangen? Ja. Mit welchem Betrag wollen Sie das machen? 25 Euro.
Das ist mindestens Betrag. Welche Zahlungsmethoden benutzen Sie? Sie wollen das mit Ihrem Kreditkarten machen oder Onlinebank? Muss man das mit sowas machen? Geht das auch anders? Nein, oder Mastercard oder Visa-Karte oder Onlinebank. Ja, dann haben Sie keinen? Was denn? Haben Sie keinen? Was habe ich nicht? Keine Kreditkarten oder haben Sie keine Onlinebank? Doch. Welche haben Sie? Bei Kreditkarte jetzt oder bei dem anderen? Kreditkarte haben Sie? Auch, ja. Okay, welche haben Sie? Das ist Visa-Karte oder Master? Weder noch. Da habe ich eine JBC. Nein. Doch. Doch. Na, habe ich hier eine JBC. Na doch, ich habe eine JBC. Das soll oder Visa-Karte sein oder Master-Karte sein? Nee, ich habe nur eine JBC-Kreditkarte. Okay, welche Bank haben Sie? Welche Bank? Ja. Die Chuck Norris Bank. Ah, Chuck Norris, okay. Dann jetzt rufen Chuck Norris und sagen, dass Sie sind dumm und unseriös, okay? Warum beleidigen Sie Ihre Kunden? Geht bei Ihnen irgendwas nicht richtig im Kopf vor? Tschüss, tschüss. Hä? Ich dachte, Sie sind dazu da, um mir zu helfen. Hallo? Gault, sind Sie es? Das ist mein Vorname. Ja, also Gerold Steiner, richtig? Ja, Herr Steiner. Für Sie. Ja, freut mich, Herr Steiner. Also, mein Name ist Alex Novak und ich wurde Ihnen als Konto-Manager zugewiesen. Es geht um das Konto, das Sie bei uns erstellt haben. Aha. Haben Sie das immer noch in Erinnerung, Herr Steiner? Was denn für ein Konto? Also, das ist ein Investmentkonto. Ich kann hier auch sehen, dass Sie sich Sie haben Profits pro Investor im Internet eingegeben und ja, dann sind Sie bei uns gelandet, wo Sie Ihre Daten hinterlassen haben, damit wir Sie anrufen können. Ja, und wollen Sie sich nicht erstmal vorstellen? Darf ich, bitte was noch einmal? Ja, wollen Sie sich nicht erstmal vorstellen, richtig, mit Firmenname und Ihren Namen und so? Aber das habe ich doch vor einer Minute gemacht. Habe ich Alex nicht verstanden. Novak. Alex, also Alex und Novak. Alex ist mein Vorname, Novak ist mein Nachname. Ja, und wie ist der Firmenname? Von welcher Firma aus rufen Sie an? Incendiary Limited. Ihre Brokerfirma aus London. Aha, okay. Also, es ist eine gute Entscheidung, bei uns zu investieren, weil wir momentan ganz gute Angebote für Sie haben, Herr Steiner. Was denn für Angebote? Und, bitte was? Was denn für ein Angebot? Ja, also bei uns kann man mit dem Betrag von 250 Euro anfangen, dann bekommen Sie auch 75 Euro als Willkommensgeschenk und dazu kommt auch die Hilfe von unserem Finanzberater. Also ein Finanzberater wird Ihnen dann zugewiesen und Sie werden dann täglich Empfehlungen von dem Typ bekommen. Also ob Sie da in Aktien oder in Rohstoffe, in Gold oder in Öl oder in Bitcoin investieren sollten am liebsten. Also deshalb müssen Sie sich mit dem Ganzen nicht gut auskennen. Also es läuft schon. Also gibt es da Fragen, die unbeantwortet bleiben? Aha. Herr Steiner? Ja. Also fragen Sie doch. Was soll ich denn fragen? Also wenn Sie Fragen haben, dann können Sie diese Fragen mehr gerne stellen und ich werde sie beantworten. Ja. Weiß ich nicht. Also, wenn es da keine weiteren Fragen gibt, können wir sofort mit dem Ganzen losfahren. Also, mit welchem Betrag wollten Sie dann bei uns anfangen? Und noch was, diesen Betrag können Sie auch zu jedem Zeitpunkt ausbuchen lassen, wenn Ihnen da irgendwas nicht passt. Und unser Interesse da ist 8% von Ihrem Gewinn. Herr Steiner? Sind Sie da? Ja. Also, mit welchem Betrag wollten Sie dann anfangen? Welcher ist denn gut? Bitte was? Welcher Betrag ist denn gut? Ja, ist gut auf jeden Fall. Okay.
Hallo, ja. Spreche ich mit Herrn Karl Klauterbach? Ja. Herr Klauterbach, ich kontaktiere Sie bezüglich Ihrer Anmeldung bei unserer finanziellen Plattform, ja? Sie sind gerade bei uns angemeldet, meine ich, wie am Flex Capital. Bin ich, ja. Habe ich, glaube ich, schon wieder zugemacht. Haben Sie einen Fehler gemacht? Nö, ich habe die Seite wieder zu. Hallo. Hallo, eine schöne guten Tag, spreche ich gerade mit Herrn Karl. Ja, nee, das ist aber mein Vorname. Okay, Entschuldigung, Herr Karl Lausbengel. Ja. Genau, mein Name ist Katrin und ich rufe Sie an von der Investitionsplattform. Sie haben gestern gesprochen mit einer Kollegin von mir und sie haben gesagt, dass Sie möchte heute angerufen werden. Nee. Das geht über Ihr Handelskonto. Das habe ich nicht gesagt. Doch, das haben Sie gestern gesagt. Nee, das stimmt nicht. Okay, haben Sie Interesse online zum Investieren? Ja, gestern hatte ich Interesse, aber dann hat die einfach aufgelegt. Okay, was ist passiert? Weiß ich nicht, die hat mich angebrüllt. Was hat gemacht? Die hat mich angebrüllt, einfach so. Echt? Ja. Okay, bei uns so steht, dass ich habe gesprochen mit einer Kollegin von mir, Augustin, und sie hat gesagt, dass sie möchte heute angerufen werden. Nee. Nein. Okay, wissen Sie schon, wie alles funktioniert bei uns? Wie können Sie starten, potenzielle Profite zu machen? Ja, ich weiß, dass ihr die Leute anschreit. Wie bitte? Ja, ich weiß ja, dass ihr die Leute anschreit. Anschreit? Ja, die hat Wer mich macht ja... das? Na, die Tante von gestern, die hat mich ja angeschreit. Sie haben nicht mit einer Tante gesprochen und sonst mit einem Herr, Augustin heißt. Ja, meine ich ja. Ja, das bedeutet, Sie haben auch mit jemand anderem von einer anderen Plattform gesprochen. Nee. Wir sind da, unsere Kunden zum Unterstützen, nicht zum Schreien aber an hat, dem Kunde. Aber hat die ja gemacht. Okay. So. Jetzt bin ich ganz traurig. Sie sind traurig? Ja. Haben Sie Erfahrung in dieser Branche? Haben Sie bis jetzt gehandelt oder investiert? Nee, und du? Ich auch nicht. Okay. Ich darf nicht. Ja, dann muss das ja scheiße sein. Warum das? Wir haben viele Kunden, welche sind zufrieden. Ja. Und nu? Darf ich Sie fragen, wie alt sind Sie? Nee. Darf ich nicht? Nee. Warum? Macht man doch nicht, ist doch unanständig. Ja, aber wer muss das wissen? Aber warum? Weil Sie dürfen nicht arbeiten mit den Leuten unter 18 Jahren. Ach so, na dann gehöre ich ja nicht dazu. Und nu? Jetzt ist ja die schöne Musik da aus dem Hintergrund weg. Gefällt Sie nicht unsere Musik? Nee, die ist scheiße. Okay, haben Sie Interesse, Ihr Konto zum Aktivieren? Nee, jetzt nicht mehr, weil ihr seid ja Betrüger. Wem sagt das? Na, die Tante von des gestern da, der hat gesagt, dass mich beleidigt und sowas machen ja nur Betrüger. Okay, ich glaube das nicht. Aber ich weiß das ja. Okay, dann schönen Tag, ich wünsche Ihnen. Tschüss. Tschüss, Betrüger-Lady. Ja? Hartmutschi Meldona, ja? Ja, genau. Guten Tag, hier ist Tante Old. Guten Tag, guten Tag. Ich bin von Inertia Finance, europäische Haupthandelszentrale. Sie sind auf unserer Währung registriert, deswegen rufe ich Sie an. Oh, das tut mir leid. Ich bin ja persönliche Kontoberater und jetzt bin ich dabei, hier Ihnen alles zu erklären und danach Ihnen helfen, Ihr Handelskonto bis Ende zu aktivieren. Oh, Sie sind nur für mich da? Herr Schimmel-Donner, am Anfang habe ich ein paar Fragen für Sie, okay? Ja. Oh, haben Sie schon Erfahrung in diesem Bereich oder sind Sie ganz neu bei uns? Da bin ich neu. Oh, okay. Jetzt interessiert mich, was ist Ihre Motivation? Warum sind Sie jetzt mit Onlinehandel interessiert? Weiß ich nicht. Na schon. Jetzt sagen Sie mir bitte, mit welchem Betrag wollen Sie es ausprobieren? Weiß ich nicht. Mindestlang?
250 Euro. Ja, wenn das sein muss. Mindestlange ist 250 Euro, um ein aktives Konto auf dem Finanzmarkt zu haben. Okay. In diesem Fall werde ich Ihnen die offizielle Einzahlungszeit senden. Womit können wir Transaktion ganz schnell und sicher machen. Wir benutzen diesen Einzahlungslink, weil Sie noch kein aktives Konto haben. Vergessen Sie bitte nicht das. Diesen Link sollen Sie nur einmal benutzen. Nach der ersten Einzahlung bekommen Sie das Geld in Ihr Handelskonto. Damit aktivieren Sie es und danach können Sie schon Geld ein- und auszahlen von Ihrem Handelskonto tätigen. Wie viel möchten Sie investieren? Wie viel muss ich denn? Ja? Wie heißt deine Bank? Was? Wie heißt deine Bank? Meine Bank? Wie heißt Ihre Bank? Welche Karte verwenden Sie zur Aktivierung? Visa Card oder Mastercard oder Online Banking? Warum sagt denn da die ganze Zeit jemand was vor? Bitte? Warum da jemand im Hintergrund was vorsagt? Ich habe nicht verstanden. Na, da sagt doch immer jemand was vor. Was meinen Sie? Was meinen Sie? Hallo? Ja? Was meinen Sie? Na, da sagt doch immer einer was vor. Wollen Sie Handelskonto Aktivierung? Ja, aber warum sagt die Frau oder im nicht? Hintergrund immer alles vor? Das wollte ich jetzt erstmal gerne beantwortet haben. Und nicht, dass Sie mir dann immer dazwischen quatschen und dann mit irgendwas anderes weitermachen. Ich habe Ihnen doch eine Frage gestellt. Die Frage lautete, warum sagt die Frau im Hintergrund das immer alles vor, was Sie denn nachplappern, wie so ein Papagei? Ich vorbereite für Sie Link. Deswegen frage ich das. Ja, ist ja schön, dass die Tante das immer vorsagt, aber warum gehen Sie gar nicht darauf ein, was ich sage? Ein Moment. Oh? Ja? Guten Tag. Ja, warum hören Sie da einfach bei dem Gespräch zu? Das ist illegal. Weil Herr Dante Ohl hat Sie mit mir verbindet. Also ich bin technische Abteilung von Herr Ohl. Und jetzt werde ich Ihnen helfen, okay? Ja, aber Sie sind ja gesetzlich dazu verpflichtet, mich darüber zu unterrichten, dass noch jemand zuhört. Jetzt höre ich Sie, okay? Können Sie mir erklären, was Ihr Problem hier, Schimmeldonor? Ja, das Problem ist, dass Sie sich nicht an geltende Gesetze halten. Das macht ja keinen seriösen Eindruck. Also, wieso sagen Sie es, ja, Schimmeldonor? Ja, weil das die geltenden Gesetze sind, sage ich das. Deswegen. Nein, Herr Dante Ohl hat nicht verstanden, was Ihr Problem war. Ja, mein Problem deswegen ist ja, warum Sie... automatisch ja. Verbindet. Nee, das stimmt ja nicht. Sie haben ja schon die ganze Zeit alles vorgesagt. Was haben Sie vorgesagt, Herr Schimmeldonner? Ja, also ja, ich Sie... habe keine Ahnung. Sie haben die ganze Zeit alles vorgesagt. Ich? Ja, habe ich gehört. Was? Und das ist illegal. Das haben Sie gehört. Ja, alles, was der Typ gesagt hat, das haben Sie immer vorgesagt die ganze Zeit und das... Guten Morgen. Ja? Spreche ich mit Karl Kachefein? Ja, Kachefein. Ja, hier spricht der KVB am Apparat. Ich rufe Sie vom Finanzmarkt an. Sie haben bei uns sich angemeldet, ja? Für BitQ. Ja, das ist auch prima, dass Sie sich da melden. Mensch, da bin ich ja richtig entzückt. Okay. Jetzt, meine Arbeit ist ja, Ihnen zu helfen, Ihr Konto aktivieren. Wie machen wir das? Wie bitte? Wie macht man das? Haben Sie Computer dabei? Nee, aber ich habe mir gerade einen frischen Schlüpfer angezogen von der Rosi. Bitte? Ich habe mir gerade einen frischen Schlüpfer angezogen von der Rosi. Okay. Ich wollte mal sagen, stell dir vor, du würdest jetzt den gebrauchten Schlüpfer von meiner Rosi anziehen. Zitter nicht, ich dachte, stell dir vor. Atmen Sie bitte. Ja, und können Sie auch atmen wie ein Fisch oder wie eine kleine Sonnenblume? Deine Mutter kann das. Ja, die ist aber entzückend. Ja, deine Mutter kann das. Ach, das ist sehr persönlich. Ach, Sie sind aber eine ungewaschene Lady. Deine Tochter ist das, deine Mutter, hab sowas, deine Tochter. Familie, ja? Ja. Ja, wunderschön, ja, doch. Hier ist Kontoberaterin Linda am Apparat.
Ja. Ich rufe Sie von Inertia Finance Website an. Kein Fein. Sie haben sich für wegen Bitcoin angemeldet, richtig? Nee, wegen Bitcoin habe ich mich nicht angemeldet. Ich habe mich angemeldet, weil ich Lust hatte. Weil Sie was haben? Weil ich Lust hatte, nicht wegen dem Bitcoin. Was meinen Sie? Noch so, wie ich es gesagt habe. Tja, ist ja, ja. Also, Sie wollen anfangen zu handeln oder nicht? Ja, ja, na klar. Irgendwo muss ich auch die Schlüpfer von der Rösi loswerden. Was müssen Sie machen? Die Schlüpfer von der Rösi verkaufen. Und ihr seid ja auch so eine Handelsplattform. Da kann ich ja vielleicht ihn verschirren. Wiederhören, ja? Warum? Ich dachte, Sie wollten mich noch zu Ende betrügen. Ja, guten Morgen. Hallo, guten Morgen. Ja, spreche ich mit Darius Habenschwamm? Ja, da bin ich aber zum Apparat. Ihr gleich ist am Apparat, Herr Habenschwamm, von Monitoring-Abteilung. Ja. Wir kontrollieren Transaktionen. Unter Ihrer Daten wurde Handelskonto geöffnet. Ja? Das ist ja in Sekund, ja. Wussten Sie davon? Nö. Von uns wird genau solche Kontos überwacht und aus diesem Grund rufe ich Sie an. Jetzt erkläre ich Ihnen das Problem. Es gibt die Wahrscheinlichkeit, dass Sie Ihre Daten bei einer illegalen Handelsplattform, die im Internet gab, und so haben Sie Handelskonto geöffnet. Deswegen haben wir Ihre Daten bekommen, weil wir solche Kunden sehr viele haben. Versuchen wir, jeden telefonisches zu erreichen. Sie brauchen offizielle Verifikation bei einer offiziellen Handelswebsite, weil Sie bei einer illegalen Handelsplattform angemeldet sind. Bei einer illegalen Handelsplattform angemeldete Kunden, die schon von uns darüber informiert sind und die Fälle nicht korrigieren, werden von Europäisches Handelszentrum bestraft. Verstehen Sie, Herr Dabenschwabel? Nee, das haben Sie ein bisschen undeutlich vorgelesen. Bitte? Ich sagte, das haben Sie ein bisschen undeutlich vorgelesen. Herr Habenschwabel, ich sehe in meinem Wissen, weil Sie haben schon 250 Euro investiert, ja? Na klar, die habe ich da natürlich logischerweise schon mal reingesteckt. Wer macht sowas nicht? Bitte? Ja, ja. Mach mal da weiter, weil sonst klappt das mit dem Skript nicht so, weil dann ist ja bist du ja da raus aus dem Flow. Herr Habenschwabel, ich helfe Ihnen alles korrekt zu machen und Sie werden in Zukunft mit dem Handelskonto kein Problem haben. Haben Sie PC oder Handy mit Internet? Um welche Firma geht's denn eigentlich? Wir sind Europäisches Handelszentrum, Herr Habenschwabel, und wir kontrollieren Transaktionen. Ja? Und von welcher Firma wollt ihr das jetzt kontrollieren? Wo habe ich denn eingezahlt? Wir sind nicht Firma, wir sind Europäisches Handelszentrum, Herr Habenschwabel, wir sagen Sie schon. Ja, und ja, verstehe ich aber den Sinn eures Anrufs nicht. Warum? Ja, weil ich den nicht verstehe, den Sinn. Was wollt ihr denn jetzt eigentlich genau? Woran verdient ihr jetzt Geld? Herr Habenschwabel, Sie sagen mir, dass Sie sind in Arbeit, ja? Nö. Wann haben Sie Zeit? Na jetzt! Aber du müsstest dazu auch mal reden, Mädchen. Nicht immer nur so eine Scheiße ringsrum. Du erzähl doch mal, was du willst überhaupt. Du bist Arsch, Herr Habenschwabel. Was, haben Sie eine Macke, oder was? Hallo? Hallo? Ja? Ich schlage mit der Lösungsbündel. Ja. Schön, Sie am Apparat zu haben, Herr. Mein Name ist Melanie Bauer und ich rufe Sie von Deutsche Capital Markets Group an. Das hat zu tun mit Onlinehandel. Wissen Sie, was Onlinehandel ist? Ja. Sie haben schon mal probiert? Haben Sie Erfahrung? Ja, ja. Okay. Und wie war diese Erfahrung für Sie? War schlecht oder gut? Ja, war gut. Okay. Sie haben das nur selber gemacht oder mit einem anderen Broker haben Sie gearbeitet? Das habe ich alleine gemacht. Da habe ich nicht dabei zugeguckt, wenn einer gebrochen hat.
Okay, habe ich verstanden. Ich frage hier, weil das ist meine Arbeit. Wir helfen die Leute mit guter und schlechter Erfahrung haben. Hier bei uns, sie haben Möglichkeit, mit einem Finanzberater zu arbeiten, mit einem Experten. Und danach, sie werden Profite mit Sicherheit erzielen, zusammen mit unserem Finanzberater. Haben Sie mich verstanden? Nö. Wozu brauche ich da jetzt jemanden, der da hilft? Das kann ich doch alleine da bei eBay mit dem Onlinehandel. Aber Sie wissen das schon, was Onlinehandel bedeutet. Onlinehandel bedeutet, Profite zu erreichen, Geld zu verdienen. Deswegen. Richtig. Das mache ich doch bei eBay. Das, da muss man dann bieten und dann sind die Preise hoch und so, ja. Also machen Sie keine Sorge, ich möchte ein paar Informationen zu geben und alle Informationen kosten gar nicht, sind alles kostenlos. Aber Sie haben mir gesagt, Sie haben gute Erfahrung. Seit wann machen Sie Trading? Was für ein Ding? Seit wann machen Sie Trading? Wie lange machen Sie Trading? Training? Gar nicht. Trading, Onlinehandel, seit wann machen Sie? Das habe ich gar nicht trainiert. Das habe ich einfach reingestellt bei eBay und dann waren die Produkte drin. Okay, darf ich mal wissen erstmal, Sie benutzen ein Handy oder einen Computer, damit ich mit alles verstehe? Hä? Ich verstehe nicht, was Sie möchten. Was verstehen Sie nicht? Na, Sie... Onlinehandel, Sie wissen, Sie haben früher gesagt, ich habe gute Erfahrung. Ja. Hab schon viel deswegen, verkauft. Ich gebe Ihnen eine Chance, hier bei uns mit einem Finanzberater zu arbeiten, mit einem Expert. Das verstehen Sie nicht. So, aber das hat doch bis jetzt auch immer ohne Expert geklappt. Okay. Ja, einen wunderschönen guten Tag. Lukas Preis ist am Apparat. Sprech mal gerade mit dem Herrn Lutzer Blasen. Was? Ich hab Sie nicht verstanden. Also, wie gesagt, mein Name ist Lukas Preis. Sprech mal gerade mit dem Herrn Ablassen. Ja. Schon das erreicht habe, Herr Ablassen. Wie gesagt, mein Name ist Lukas Preis. Ich melde mich von Unternehmen Waren VC. Bezüglich Ihrer Anmeldung, Herr Ablassen, die Sie bei uns getätigt haben vor kurzem, für Online-Trading bezüglich Bitcoin-Trading. Ist das richtig vielleicht? Weiß ich nicht. Also wie gesagt, ich habe die Anmeldung, ich sage Ihnen wann genau, einen Moment. So, die Anmeldung ist ja seit gestern um 24. Ich kann nichts hören. Hallo? Ja. Also wie gesagt, ich habe die Anmeldung seit gestern um 14:22 Uhr haben Sie die Anmeldung getätigt, ja? Achso. Bei unserer Werbung... Hallo? Ja? Ja, reden Sie doch. Ist das richtig oder nicht? Haben Sie Interesse, Geld zu machen oder nicht? Ja, ich wusste ja nicht, dass das eine Frage ist. Und die Frage haben Sie ja noch gar nicht gestellt, die andere. Sie bitte? Ja. Hallo? Ja, hallo? Ja, was machen wir da? Weiß ich nicht, was müssen wir denn da machen? Ach Junge, weißt du was? Geh mal, betrüg deine Mutter. Tschüss. Was ist mit Ihnen nicht richtig? Tag? Ja? Spreche ich mit Luis Aufgang? Ja. Mein Name ist Martha Fritsch und ich kontaktiere Sie bezüglich Ihrer Anmeldung für das Onlinehandel, Herr Aufgang. Es geht um Onlinehandel mit Kryptowährung. Ja. Herr Aufgang, haben Sie schon irgendwelche Erfahrung in diesem Bereich oder das ist ganz neu für Sie? Nein. Das ist ganz neu für Sie. Okay, Herr Haugan, mein Name ist Martha Fritsch, ich bin Ihre Kontoberaterin und meine Aufgabe ist es Ihnen dabei helfen, Ihre Handelskonto richtig zu aktivieren und dann werde ich weiter informieren, wie es läuft und wie es funktioniert. Ja. Okay, Herr Haugan, Sie bekommen von unserer Seite ein automatisches Handelssystem, ein Robotersystem. Und das bedeutet, dass Sie bei uns nicht allein handeln werden, sondern dieses System handelt für Sie, ja, Kauf und Verkauf eigenständig. Ja. Und sobald Sie Ihre Konto aktivieren, Sie werden zu Ihrem eigenen Finanzberater zuzuweisen. Ja, auch dann, obwohl alles automatisch läuft, am Anfang Expert wird für Sie alles einrichten und mal erklären, ja, was passiert auf dem Finanzmarkt,
Er soll zeigen Ihnen, wie Sie Gewinne erzielen können in diesem Bereich. Ja. Okay? Herr Aufgang, wir haben drei verschiedene Kontotypen. Erster ist 250 Euro, dann kommt 500 und dritter ist 1000 Euro, ja? Wenn Sie in diesem Bereich ohne Erfahrung sind, am Anfang persönlich, ich empfehle Ihnen mit Mindeststaatskapital beginnen. Aber natürlich, das ist Ihre Entscheidung, ja? Womit möchten Sie Ihre Konto aktivieren? Ja. Herr Aufmann, mit kleiner Summe, ja, mit 250 Euro können Sie monatlich Profite bekommen von 10-20%, ja? Und unser Interesse ist, dass Sie so viel Geld wie möglich verdienen, denn wir werden aus Ihren Gewinnen bezahlt, ja? Wir bekommen von 2-3% von Ihren Gewinnen. Deswegen, das ist unser gemeinsames Interesse, Herr Aufmann, wenn Sie profitieren, profitieren wir auch, ja? Ihr Erfolg bestimmt unsere Zeit. Ja. Okay. Okay. Dann, Herr Aufkan, haben Sie schon Fragen? Ja. Ja, bitte? Na, und wie viel verdient man da? Mit kleiner Summe, ja. Mit 250 Euro können Sie monatliche Profite bekommen von 10-20%. Ja. Zum Beispiel investieren offen, ja. Je mehr investieren, desto mehr profitieren, ja. Das ist ganz logisch. Aber am Anfang, ja, Sie sind ohne Erfahrung in diesem Bereich und deswegen brauchen Sie Kenntnisse, ja, und Erfahrung sammeln. Und am Anfang, ich empfehle Ihnen mit kleinsten Summen anfangen. Ja. Okay, okay, Herr Abfall, sagen Sie mir bitte, was ist Ihre gewünschte Summe, womit möchten Sie Ihre Konto aktivieren? Na, so, wo am besten läuft. Bitte? Da, wo am besten läuft. Ja, auch an. Sie sind total Anfänger, ja, in diesem Bereich. Deswegen, ich empfehle Ihnen mit kleinster Summe anfangen, mit 250 Euro. Ja, wie viel verdient man denn da? Wie viel ist es denn im Monat? Ich habe Sie schon gesagt, ja, von 10-20%. Und wie viel Euro sind es? Okay, einfach können Sie das rechnen, ja? Na, aber dann habe ich ja bloß so, hier so 25 Euro im Monat, oder nicht? Bei 250 Euro. Ja, das ist mehr. Ja, wie vielen? Ja, Sie können monatlich ja extra Geld haben, ja? 100 Euro zum Beispiel, ja? 200 Euro, das ist extra Geld für Sie. Und wo kommt es her? Sie bekommen, Herr Aufkan, Sie haben bei uns ein Konto, ja? Ihr Konto ist noch nicht aktiv. Ja. Wenn Sie Konto aktivieren, Sie bekommen dieses Geld auf Ihrem Handelskonto und können Sie sofort Handelsprozesse anfangen, ja? Ich werde Sie per E-Mail Zugangsdaten schicken, wo können Sie einfach Ihr Geld finden, ja? Aber zuerst, Sie sollen Ihre Konto öffnen und danach, Sie bekommen von unserer Seite alle Unterstützung, ja? Ihre eigene Ihre eigene persönliche Finanzberater und mehr automatisches Handelssystem, ja, MetaTrader-System, Roboter-System. Und dieser Roboter arbeitet ja 24 Stunden, ja, eigenständig, den ganzen Tag. Roboter macht für Sie mathematische und algorithmische Analyse und Excel macht für Sie fundamentalische Analyse, ja. Alles, was Sie brauchen, macht für Sie Expert, ja. Sie werden bei uns nicht allein sein. Alles, was Sie brauchen, macht für Sie Expert, ja, auch mal, okay? Ja, das ist gut, wenn man da einen Butler hat. Okay, Herr Aufmann, was ist Ihr, sagen Sie mir bitte, möchten Sie bei uns Konto aktivieren? Ja, wenn man da so richtig fett Moneten machen kann. Ist das schon? Ja. Ja, was ist Ihre gewünschte Summe? Na, so wie Sie das gesagt haben, machen wir das. Okay, Herr Aufmann. Was? Sagen Sie mir bitte, möchten Sie bei uns Handelskonto aktivieren, ja oder nein? Ja, ja, klar, wenn nicht so richtig klingelt in der Kasse, machen wir das. Sagen Sie mir bitte, was ist Ihre gewünschte Summe? Womit möchten Sie Ihre Konto aktivieren? Na, das, was Sie gesagt haben, so die Summe. Die nehmen wir. Ich habe Sie schon gesagt, ja. Wir ja, die nehmen wir, die Summe. Okay, ciao. Was? Hallo, guten Tag, zum Mittag von der Firma Kurobi aus Hamburg. Ich spreche mit Herrn Klaus Thaler. Hallo Herr Thaler, wir sind für die kostenlosen Pflegehilfsmittel zuständig. Sie haben jemanden mit Pflegegrad, der gepflegt wird in der Familie? Nö. Nö,
dann nehme ich die Daten raus. Ja, warum rufen Sie denn überhaupt an? Wer hat Ihnen die Berechtigung dazu erteilt? Sie waren auf der Seite von Amazon. Nee. Also, Sie merken schon, was Sie sagen. Ne? Auf Amazon kann man definitiv kein Opt-in für irgendeinen Werbeanruf setzen. Das ist ja Bullshit. Herr Thaler, wir haben es hier stehen. Na, Sie waren auf der Seite von Amazon und da haben Sie uns angeklickt. Auf Amazon kann man Sie nicht anklicken. Das ist Blödsinn. Ich weiß nicht, was Sie da gemacht haben. Ich nehme die Daten raus. Ja, ich habe nichts gemacht. Sie rufen mich illegal an. Das ist Kaltakquise. Dann zeigen Sie uns an. Schönen Tag noch. Tschüss. Haben Sie irgendwie eine Macke? Hallo? Ja, schön, ja. Herr Gerald Wigger, guten Tag. Wir haben vor einigen Stunden noch telefoniert, ja? Ich bin William von Finanzmarkt Kunden, ja? Ja, wer möchten Sie dann sprechen? So, der Grund, warum ich Ihnen rufe, ist, dass ich habe... Nee, nicht der Grund. Wen? Bitte? Wen möchten Sie sprechen? Claudia Gabelbiger. Ach so, ja, ist am Apparat, ja. Ja, so, als ich schon gesagt habe, ich bin William Fischer und ich bin Ihre Kontoberater auf der finanziellen Börse, ja? Und ich habe Informationen bekommen, dass Sie sind auf unserer Plattform registriert, aber Ihre Konto ist noch nicht aktiv. Ich möchte Ihnen helfen, dieses Konto zu aktivieren. Und wenn Sie Zeit haben, wir können alles in 10 Minuten machen, ja? Aha. So, erstmal, ich muss Ihnen fragen, haben Sie Erfahrung auf diesem Feld? Was habe ich? Erfahrung. Ja. Handelt Sie mit Kryptowährungen? Nee. Wie Erfahrung haben Sie dann? Ich verstehe die Frage nicht, die ergibt keinen Sinn. Bitte nochmal? Die Frage hat so keinen Sinn ergeben. Ich weiß nicht, was Sie möchten. So, ich wiederhole noch einmal. Ich habe Informationen bekommen, dass Sie sind auf unserer Plattform registriert, ja? Auf Tyron Invest. Ja, ja. Und ich sehe in meinem System, dass Sie haben Ihr Konto nicht deaktiviert, ja? Und ich möchte Ihnen helfen, dieses Konto zu aktivieren. Ja. Sie haben bei Bitcoin-Werbung registriert für Online-Handel. Vor 7 Tagen, ja? Ja, weiß ich nicht, wenn Sie das sagen, kann sein, ja. Ja, ich habe diese Information bekommen. So, ich kann das genau sagen, dass es gibt ein Konto auf unserer Plattform, aber dieses Konto ist nicht noch aktiv. Und ich möchte Ihnen helfen, ja? Herr Gabelbiger, möchten Sie bei uns handeln? Ja, na klar. Ja, so, ich interessiere mich, wie Erfahrung haben Sie? Handeln Sie mit Kryptowährungen oder haben Sie... Welche Erfahrung haben Sie? Ich interessiere mich. Nö, ich habe jetzt nur mit Schlüpfern gehandelt. Bitte nochmal? Mit Schlüpfern. Mit was, bitte? Nur mit Schlüpfern bis jetzt. Mit mehr habe ich noch nicht gehandelt. Okay, und möchten Sie jetzt handeln bei uns? Ja, mit was kann man denn also bei euch handeln? So... wir können Ihnen bitten, bei uns mit Kryptowährungen handeln, ja? Derzeit der beste Gegenstand des Handels ist Kryptowährungen. Wissen Sie was Kryptowährungen? Nee. So, Kryptowährungen sind eine digitale Währungen und existieren nur mit digitalen Formen. Zum Beispiel Bitcoin oder Ethereum oder RIP. Wissen Sie diese Währungen? Nee, wie macht man das? So, als ich schon gesagt habe, diese Währungen sind digitale Währungen. Und diese Währungen existieren nur in digitalen Formen. Und derzeit zum Beispiel ein Bitcoin kostet 29.000 Euro, ja? Und diese Währungen hat Wert.
eine eigene Welt, ja? Und sie können bei uns handeln mit diesen Kryptowährungen. Ja, und wie bekommt man die? So, sie können einfach mit einem minimalen Kapital handeln mit unseren Experten anfangen. Und mit diesem Kapital, sie aktivieren ihr Konto und bekommen einen Platz im Finanzmarkt. Ja, sind Sie da? Ja, ich habe es nicht verstanden. So, ich erkläre nochmals. So, Handel mit Kryptowährungen ist sehr schneller, sicher und flexibel, ja. Sie können Ergebnisse nach mit Mindestzahlungen sehen, aber wenn Sie genug Kapital investieren, können Sie ein paar Monate mit einem erfahrenen Expert so viel verdienen, dass Sie ganze Leben so groß leben, ja. Aber am Anfang, Sie können mit einer minimalen Investition anfangen. Und dieses minimale Deposit ist 250 Euro. Mit diesem Kapital können Sie mit unseren finanziellen Experten Handel anfangen und Sie können selbst Ergebnisse sehen. Ja, und das, wie läuft das dann ab? Nochmal bitte? Wie läuft das dann ab? So, als ich schon Ihnen gesagt habe, Sie haben ein Konto auf unserer Plattform, ja? Ja. Und Sie machen Investitionen auf Ihrem Konto. Und dieses Konto ist auf Tyron Invest, ja? Ja. Und Sie können mit einem minimalen Deposit handeln, genau anfangen, ja? Und wie viel geht da maximal? So, maximal erste Deposit ist 1000 Euro. Sie können mit 1000 Euro hätten anfangen heute. Und natürlich, sie haben bessere Ergebnisse, wenn sie zum Beispiel mehr Geld Handel anfangen, ja? Zum Beispiel, wenn sie handeln mit 250 Euro, sie verdienen in einer Woche zum Beispiel 100 Euro. Aber wenn sie mit 1000 Euro Handel anfangen, sie verdienen in einer Woche zum Beispiel 400 oder 500 Euro. Ja, und wie viel verdient man da, wenn man da 1000 einzahlt? Ja, einen Moment bitte. Warte ganz kurz bitte. Ja. Okay, so, Sie möchten investieren, ja? Ja, ja, aber ich hatte ja eine Frage gestellt. Ja? Frage nochmal bitte. Wie viel verdient man, wenn ich 1000 Euro einzahle? Es ist ungefähr, ja? Sie können ungefähr in eine Woche bis von 200 bis 500 Euro verdienen. Aber mit unseren erfahrenen Experten, Sie können mehr verdienen. Wir haben sehr, sehr gute finanzielle Experten bei unserer Firma, ja? Aber Sie haben mir jetzt noch nicht gesagt, wie viel ich da verdienen kann. Das will ich doch vorher wissen. Nochmal bitte. Wie viel kann ich denn jetzt mit 1000 Euro genauer verdienen im Monat? Wie viel kann ich mir denn zurücküberweisen? Einen Moment bitte. So, Herr Gabelbigger, leider kann ich es nicht genau sagen, aber ungefähr in einem Monat, Sie können mit 1000 Euro vielleicht 1000 oder 2000 Euro verdienen, ja? Das hängt von vielen Gründen, ja? Also kann ich mit 1000, 1 oder 2000 Euro rausholen? Ja, genau. Sie können mit 1.000 Euro noch 1.000 Euro verdienen in einem Monat. Ach so, aber das ist ja ganz schön wenig. Ist das wenig für Ihnen? Ja, also vorhin hat jemand angerufen, der hat gesagt, da kann ich 10.000 rausholen. In einem Monat 10.000 Euro verdienen? Ja, mindestens. Ja, es ist auch möglich, aber es ist ganz schwer und ja, es ist möglich. Ja, aber wenn das bei Ihnen nicht geht?
Ja, aber ich sage Ihnen, was ist sicher, ja? Sie können mindestens in einem Monat mit 1.000 Euro noch 1.000 Euro verdienen, aber Sie können auch 10.000 Euro in einem Monat verdienen mit unseren Experten, ja? Aha. Ja, aber Sie müssen wissen, dass mit 1.000 Euro Sie sofort, Sie bekommen nicht Millionen sofort, ja? Ja. Ja, mit 1.000 Euro, Sie können natürlich viel Geld verdienen, aber Sie bekommen nicht Millionen in einem Monat, ja? Es ist unmöglich. Okay, wie viel kann ich denn da so rausholen? So, mit unseren Experten, Sie können in einem Monat von 250 Euro bis 1.000 Euro Geld verdienen, ja? Und es ist ungefähr, so, jetzt ich bin realistisch, ja? Ich sage, was ist realistisch, ja? Ja. Ja, so mit 1.000 Euro, Sie verdienen ungefähr 2 oder 3 oder 4.000 Euro. Ach, jetzt doch mehr als 1.000. So, müssen Sie jetzt investieren, ja? Wie viel Bonus gibt es denn? Bonus? Ja. Bonus für mich oder für Ihnen? Ne, für mich. Also, ja, als ich schon gesagt habe, Sie verdienen dieses Geld, also die ganze Summe, ja? Sie investieren bei uns zum Beispiel 1.000 Euro, ja? Und in einem Monat, unsere Experten wird für Sie stark arbeiten, die ganze Monate, 24 Stunden im Tag. Und nach dem einen Monat vielleicht Sie verdienen 4.000 Euro und Sie bekommen diese ganze Summe, ja? Ja, aber kriegt man da keinen Bonus, wenn man Geld einzahlt? Bei den anderen Firmen gibt es doch Bonus. Und was, welches Bonus meinen Sie? Na, wenn ich jetzt bei den... Ihre Bonus ist diese 4.000 oder 5.000 Euro. Andere Firmen, die geben doch auch einen Bonus, wenn man Geld einzahlt. Dann gibt's doch noch was gratis obendrauf. So, wiederholen bitte. Ja, bei den anderen, da gibt es doch so Startgeld geschenkt. Wenn ich da zum Beispiel 1.000 Euro einzahle, dass ich nochmal 1.000 Euro gratis dazu bekomme zum Anfang. Ach so, leider, wir haben dieses Bonus nicht. Okay, einen Moment, ich verbunde Ihnen mit meiner Managerin. Einen Moment. Ja. Hallo, schönen guten Tag. Ja, Gabel Bieger. Ja. Nina Maus am Apparat, Kontoberaterin aus der finanziellen Börse. Herr Gabelbiger, die Fragen, die Sie zum Herr Williams hatten, können Sie mir sagen? Was für Fragen haben Sie? Nein, ich habe gefragt... Ja, bitte, ich höre das. Ja, ich habe gefragt, was mit so einem Bonus ist. Bei den anderen gibt es doch so einen Bonus, wenn man Geld einzahlt. Okay. Aber Sie zahlen nicht Geld, Sie überweisen das Geld. Das ist erst, die Wort mag ich nicht, weil wir sind nicht Verkäufer, also wir verkaufen nichts, ja, und das bedeutet, Sie bezahlen uns nichts. Sie überweisen von Ihrer Zahlungsmethode auf Ihre Handelskonto das Geld. Und 1.000 Euro, also Mindestbetrag ist 250 Euro, 1.000, wenn Sie müssen anfangen mit 1.000 Euro, das bedeutet, dass Sie werden auf der finanziellen Börse VIP-Konto haben, ja? Tja, Gebelbieger, was bedeutet das, ja? Und 500 Euro, das ist Premium-Konto, Handelskonto, meine ich. Also mit 1.000 Euro, Sie haben mehr Flexibilität, also was bedeutet das, ja? Sie werden mehr Signalen bekommen und Sie werden also mehr Chancen
also mehr Profiten zu bekommen. Ich ergatter sie. Okay, ab der finanziellen Börse ist ganz einfach, ja. Mehr Geld bringt sich mehr Geld. Also je mehr man investiert, desto mehr man verdient auch, ja. Und ja, Herr Williams, also Herr Fischer hat schon gesagt, aber ich wiederhole, ja. Okay, die erste Frage, ob Sie Erfahrungen in diesem Bereich haben? Ja, Sie haben ja noch nicht mal meine Frage beantwortet. Also Sie haben jetzt ganz viel Scheiße ringsrum erzählt. Aber Sie haben überhaupt nicht auf meine Frage geantwortet. Meine Frage war, ob ich Bonusgeld... Einen Moment, sprechen Sie mit mir korrekt. Mach ich doch. Ich, ja? Würden Sie mich mal nicht anschreien? Wer sind Sie überhaupt? Wo ist Frau Claudia? Haben Sie irgendwie ein Problem oder was? Wer sind Sie überhaupt? Nee, ich bin nicht Frau, ich bin Herr Claudia. Sie sind Herr Claudia? Okay. Ja. Herr Claudia. Das heißt, ja, Sie sprechen mit Frau mindestens. Sie sollen korrekt sprechen. Ja, mache ich doch. Was denken Sie, wieso... Hören Sie mal auf, rumzubrüllen. Können Sie sich mal ein bisschen benehmen? Fuck. Sind Sie doof? Haben Sie irgendwie einen Schaden? Ist bei Ihnen irgendwas im Gehirn nicht richtig da, wo es hingehört? Ich habe doch ganz normal mit Ihnen gesprochen, oder nicht? Aber dem Anschein nach sind Sie irgendwie zu unintelligent, um auf Fragen einzugehen. Und auch zu blöd, um das Telefon richtig zu bedienen, denn Sie haben nicht aufgelegt. Eieieiei. Ja, hallo? Guten Tag, kann ich mit Herrn Gerold sprechen? Herr Gerold gibt's nicht, das ist ein Vorname. Ja, Schaukel-Kimmel, richtig? Ja, genau. Ist am Apparat. Vanessa Fischer ist am Apparat von Finanzmarkt. Es geht um Kryptowährung. Kryptowährung? Jawohl, wir haben einen Termin, ja. Einen Termin? Haben wir das vergessen? Wann haben wir denn einen Termin gehabt? Vielleicht, weil ich bin Ihre persönliche Kontoberaterin und erst einmal, ich gebe Ihnen richtige Informationen und dann natürlich, ich helfe Ihnen zu aktivieren Ihre Handelskonto, wenn Sie entscheiden. Ja, aber die Musik da im Hintergrund ist irgendwie lauter als Sie, ich kann Sie fast gar nicht hören. Einen Moment bitte, es ist normal, ja, weil ich arbeite, ich bin im Büro und hier ist so viele Mitarbeiter, ja. Ja, aber da macht man doch nicht lauter Musik als die Mikrofone, dann hört man doch gar nichts mehr. Macht doch gar keinen Sinn. Okay, und wir haben kein Interesse wegen Kryptowährung? Ja, doch schon, aber da läuft ja nicht GEMA-freie Musik da im Hintergrund. Das ist schwierig mit der Aufzeichnung, okay. Das will ich da nicht drauf haben. Okay, jetzt ist besser? Jetzt ist keine Musik. Okay, dann Herr Schaukel-Kimmel. Erst einmal sagen Sie mir bitte, haben Sie Erfahrung in diesem Bereich oder sind Sie Anfänger? In welchem Bereich jetzt genau? Haben Sie, ja? Na, in welchem Bereich jetzt genau? Also ich habe jetzt den Bereich nicht ganz verstanden. In Kryptowährung. Achso, ja, Kryptowährung habe ich keine Ahnung, ne. Keine Erfahrung. Aber Sie möchten zu aktivieren Ihr Handelskonto mit 250 Euro, richtig? Weil damit Sie können jeden Tag Geld zu verdienen, ja? Ja, meinetwegen. Okay. Herr Schaukel-Pimmel, erst einmal, schauen Sie, wenn Sie haben gar keine Erfahrung in diesem Bereich, deswegen ich gebe Ihnen Ihre private Finanzexperte, ja? Aha, okay. Ihre private Finanzexperten hat die Jahre ganz große Erfahrung in diesem Bereich. Er oder sie installiert ihr Robotsystem und dann er oder sie ist verantwortlich für ihre Gewinne, weil wenn sie mehr profitieren, dann mehr profitieren wir auch, ja? Okay. Okay. Also, ich gebe Ihnen vollautomatisch Handelssystem. Es ist MetaTrader 5, ja? Und MetaTrader 5 arbeitet 24 Stunden jeden Tag nur für Sie. Kauft und verkauft alles selber, analysiert alles selber. Und Sie bekommen Ihre Profit auf Ihrem Arbeitsplattform, ja? Ja.
Das ist auch flexibel für Sie, Herr Schaukelpiegel, weil Sie brauchen nicht zu sitzen am Computer jeden Tag und machen etwas, ja? Das ist auch flexibel für Sie. Ja. Wenn Sie aktivieren Ihre Handelskonto, dann bekommen Sie Ihre private Finanzexperten und wenn Sie irgendeine Schwierigkeit werden an der Börse, sofort Ihre private Finanzexperten meldet bei Ihnen und helfe Ihnen, ja? Weil es ist nicht nur Ihre Interesse, es ist unsere Interesse, also zu verdienen mehr und mehr, okay? Weil wenn Sie mehr profitieren, dann mehr profitieren wir auch und es ist unsere Interesse also, nicht nur Ihr, okay? Ja. Okay. Also, Mindestinvestition bei uns ist es nur 250 Euro und wenn Sie heute investieren 250 Euro, dann ich gebe Ihnen 75 Euro extra Geld dazu unserer Seite, ja? Ja. Es ist Ihre Geld, es ist Ihre Motivationsgeld und damit Sie aktivieren Ihre Handelskonto mit 325 Euro, aber Sie investieren nur 250 Euro, nichts mehr, ja? Und dann natürlich, wenn Sie das Robotsystem beginnen, Trading mit mehr Geld, dann natürlich mehr profitieren, es ist logisch. Ja. Okay. Jetzt, Herr Schaukelpiemel, erst einmal, ich zeige Ihnen alles auf unserer Website und dann ich helfe Ihnen zu aktivieren Ihre Handelskonto, okay? Ja. Okay, dann sagen Sie mir bitte. Ich habe aber vorher noch 35 Fragen. Ja. Soll ich anfangen? Bitte? Soll ich mit der ersten anfangen? Was? Noch einmal bitte, was meinen Sie? Nur mit der ersten Frage, die ich habe. Ja, sagen Sie mir bitte Ihre erste Frage. Ja, wenn ich 250 Euro einzahle und die 75 Euro dazu bekomme, dann habe ich ja 325. Wie viel habe ich denn, wie viel Geld bekomme ich denn nach einem Monat ausbezahlt? Schauen Sie, ich sage Ihnen, mit 325 Euro, Sie werden Millionär, es ist unmöglich und ich weiß nicht genau, wie viel ist das, aber letzte 3 Monate Statistik, Sie können verdienen 25% pro Monat, ja? Aber es ist Euro? Letzte 3 Monate Statistik und ich weiß nicht genau, wie viel ist das, ja? Manchmal mehr, manchmal weniger, ich weiß nicht genau. Aber wenn Sie sagen 25%, dann kann man das doch ausrechnen. Es ist pro Monat, letzte 3 Monate Statistik, ja? Mhm. Aber schauen Sie, Herr Schaukelpiegel, an der Börse jeden Tag und jede Zeit ist verschiedene Situationen, ja? Deswegen, ich weiß nicht, niemand gebe Ihnen 100% Garantie, Sie werden Millionär oder auf jeden Fall Sie verdienen. Nein, ich weiß nicht, manchmal verlieren, manchmal verdienen, ja, weil es ist an der Börse. Alles kommt auf an der Börse. Ja, und wie viel Geld verdient man, wenn ich da mit 500 Euro anfange? Mindestens, es ist 250 Euro. Wenn Sie mehr investieren, dann natürlich mehr profitieren. Aber schauen Sie, erst einmal, ich helfe Ihnen zu aktivieren Ihre Handelskonto mit 250 Euro und dann Ihre private Finanzexperten helfen Ihnen zu mehr und mehr investieren, ja? Damit Sie können alles ausprobieren und testen und wenn Sie sehen, es ist gut für Sie, Sie können mehr und mehr profitieren, dann natürlich, Sie können mehr investieren, ja? Aber erst einmal, ich helfe Ihnen zu aktivieren Ihre Handelskonto mit 250 Euro, okay? Ja, meinetwegen. Und wie viel verdiene ich, wenn ich 1000 Euro anfange? Ich weiß nicht genau, wie viel ist das. Ich gebe Ihnen diese Informationen, weil an der Börse jederzeit und jede Minute ist ganz verschiedene Situation. Ich weiß nicht. Vielleicht in 10 Minuten Sie verdienen 100 Euro, aber vielleicht in nach 1 Stunden Sie verlieren zum Beispiel 20 oder 30 Euro. Ich weiß nicht. Es alles kommt auf an der Börse. Ja, niemand gebe Ihnen diese Informationen. Ich weiß nicht, aber Ihre private Finanzexperten hat Jahre ganz große Erfahrung in diesem Bereich.
deswegen, ich gebe Ihnen Ihre private Finanzexperten und Ihre private Finanzexperten erst einmal installiert Ihre Robotsystem und gebe Ihnen richtige Informationen. Welche Kryptowährung ist besser für Sie? Wie viel Sie können jeden Tag oder jeden Monat verdienen und so weiter und so fort, ja? Weil Ihre private Finanzexperten ist verantwortlich für Ihre Gewinne, ja? Ich bin verantwortlich für Ihre Konto, Erfolgreich zu aktivieren. Aber Ihre private Finanzexperten ist verantwortlich für Ihre Gewinne, ja? Und wo installiert er das Programm? Nächste 24 Stunden, wenn Sie aktivieren Ihre Handelskonto, erst einmal, Sie bekommen einen Anruf von Verifizierungsabteilung. Damit identifizieren Sie an der Linie, Sie sind Real Herr Gerold Schaukelfinel und Sie sind nichts anderes. Und wenn Sie bekommen alle offiziellen Dokumente von Verifizierungsabteilung, dann Sie bekommen einen Anruf von Ihren privaten Finanzexperten. Ihre private Finanzexperten, ich sage Ihnen, hat Jahre ganz große Erfahrung in diesem Bereich und gebe Ihnen richtige Informationen. Auf jeden Fall, Ihre private Finanzexperten gebe Ihnen WhatsApp-Nummer, Festnetznummer, E-Mail-Adresse und damit wäre immer erreichbar für Sie ab Montag bis Freitag, manchmal am Sonntag auch. Und wenn Sie irgendeine Schwierigkeit werden an der Börse, dann sofort Ihre private Finanzexperten meldet bei Ihnen und helfe Ihnen, ja? Weil Sie sind nicht alleine an der Börse, Herr. Sie werden Ihre private Finanzexperten. Und es ist unsere Interesse, so zu verdienen mehr und mehr. Ja, es ist nicht nur Ihre Interesse. Deswegen, ich gebe Ihnen dieses 75 Euro, es ist Ihre kleine Motivationsgeld und Sie können mit 325 Euro alles ausprobieren und testen, ja. Und dann natürlich Entscheidung ist Ihre, ja. Und wie viel Motivationsgeld gibt es bei 500 Euro? Wie bitte? Und wie viel Motivationsgeld gibt es bei 500 Euro? Schauen Sie mindestens auf jeden Fall, Sie brauchen 250 Euro. Ohne 250 Euro, ich aktiviere gar kein Handelskonto. Auf jeden Fall, Sie brauchen 250 Euro. Ja, und wenn ich mehr einzahlen will, wie viel Bonusgeld gibt es da? Dann Ihre private Finanzexperten geben Ihnen diese Informationen, aber mindestens Sie brauchen 250 Euro. Wenn Sie zum Beispiel dann natürlich so mehr investieren, dann Ihre private Finanzexperten geben Ihnen dieses Motivationsgeld. Ja, weil schauen Sie, Herr Schaukel-Zimmel, wir haben nicht jeden Tag diese Möglichkeit und dieses Angebot für Sie, ja, natürlich, weil ich nicht gebe jedem Kunde diese 75 Euro und extra Geld und alles, ja. Heute, wir haben dieses Angebot und ich denke, es ist eine gute Chance für Sie, ja. Ja, und aber dann kann man nicht mehr mit mehr anfangen, oder wie? Erst einmal, ich aktiviere Ihre Handelskonto mit 250 Euro. Nächste 24 Stunden, Sie bekommen einen Anruf von Ihren privaten Finanzexperten und dann Ihre privaten Finanzexperten helfen Ihnen zu mehr investieren, ja? Ja, aber dann geht aber Ihnen noch nicht mehr, oder wie? Leider nicht, weil auf jeden Fall erst einmal, Sie brauchen 250 Euro, ja? Ach so, und in was kann man da bei euch alles investieren außer Kryptowährung? Gibt es da auch noch andere Sachen? Noch einmal bitte, was meinen Sie? Na, kann man da auch andere Sachen kaufen? Andere Währungen. Wir arbeiten mit Bitcoin, Forex, Oil, Gold, chinesische Krypto, Yuan, Amazon. Wir haben verschiedene Kryptowährungen. Ja, welche ist besser für Sie momentan? Ja, welche Kryptowährungen habt ihr denn? Schauen Sie, wenn Sie möchten, letztes Mal, ich aktiviere Ihre Handelskonto nur und dann Ihre private Finanzexperten geben Ihnen richtige Informationen, welche Kryptowährung ist besser momentan, ja? Weil ich bin verantwortlich, ich sage Ihnen, ich bin Ihre Kontoberaterin, ich bin verantwortlich für Ihre Konto Erfolgreich zu aktivieren, ja? Ja, und wie lange dauert sowas? Aber Ihre private Finanzexperten, wie bitte? Und wie lange dauert sowas? Aktivieren, ja? Ja. Maximal in 10 Minuten, nichts mehr.
So. Maximal, es ist maximal. Und dann kann man gleich anfangen. Dann, ich zeige Ihre Balance und der Kontostand. Nach Kontoaktivierung, erst einmal, Sie bekommen einen Anruf von Verifizierungsabteilung und damit Sie bekommen alle offiziellen Dokumente von Verifizierungsabteilung. Und nach Kontoverifizierung, maximal in 24 Stunden, Sie bekommen einen Anruf von IG Private Finanzexperten, ja? Nächste 24 Stunden, auf jeden Fall, Sie bekommen dieses Anruf. Aber wenn Sie möchten, jetzt mehr zu investieren, dann sofort, wenn ich aktiviere Ihre Handelskonto, dann ich weiterleite von Ihren privaten Finanzexperten, ja? Natürlich, wenn Sie haben Zeit und wenn Sie möchten, mehr zu investieren. Ja, und wie lange hat der Handelsexperte schon Ahnung von dem, was er da macht? Maximal 5 oder 10 Minuten, weil wenn Sie haben keine Zeit momentan, dann Ihre private Finanzexperten vereinbaren einen Termin, ja? Okay, und kann man sich da einen aussuchen oder kriegt man dann einfach einen? Na, noch einmal bitte? Kann man sich dann da einen aussuchen oder bekommt man da einfach einen? Dann einfach bekommen Sie, ja? Ach so. Und jetzt sagen Sie mir bitte, Herr Schaukatzimmel, welche Einzahlungsmöglichkeit ist besser für Sie, mit Online-Banking oder mit Kreditkarten? Ja, weiß ich nicht. Was ist denn da besser? Ich weiß nicht. Vielleicht benutzen Sie Visa oder Mastercard? Ja, das habe ich alles. Was ist denn da besser? Okay, dann ich schicke Ihnen einen Einzahlungslink, womit Sie machen dieses Investition, ja? Mit Visa oder mit Mastercard. Aber erstmal sagen Sie mir bitte, welche Kreditkarten benutzen Sie momentan? Ist es Visa oder ist es Mastercard? Ja, da habe ich beide. Ah, beides. Okay, einen Moment bitte, jetzt ich überprüfe in meiner Finanzabteilung, welche Kreditkarten ist besser momentan, okay? Ja. Okay, einen Moment. Herr Elster, sagen Sie mir bitte Ihr Geburtsdatum. Ja, das ist der 17.07.92. 17.07.1992, ja? Ja. Ja, aber da läuft schon wieder nicht lizenzfreie Musik. Einen Moment bitte. Ja, da müssen wir entweder ganz viel sprechen oder die Musik ausmachen. Ja, oder das Mikrofon ausmachen, das geht natürlich auch. Sie sind 29 Jahre alt, richtig? Ja, ich denke schon. Okay, einen Moment bitte, jetzt ich überprüfe, ja? Ja. Ja. Okay. Schauke, ja? Sie sind 29 Jahre alt, richtig? Ja. Herr, was sind Sie vom Beruf? Fischstäbchenformer. Wie bitte? Fischstäbchenformer. Okay, einen Moment. Noch einmal, sagen Sie mir bitte. Fischstäbchenformer. Was ist Ihre Aufgabe? Fischstäbchen zu formen. Was machen Sie? Was machen Sie? Ich forme Fischstäbchen. Fischstäbchen? Ja. Okay. Einen Moment bitte. Ja. Und wie viel ist Ihr monatliches Einkommen ungefähr? Es ist 2000 Euro oder es ist weniger? Brutto oder netto? Netto. Da bekomme ich ungefähr 3.700 Euro. 3.700 Euro? Ja. Okay. Und Sie möchten für mehr investieren, richtig? Ja. Maximal wie viel möchten Sie zu investieren? Weiß ich nicht, wie viel geht denn maximal?
Maximal, Sie können 10.000 Euro oder mehr investieren. Aber momentan, wie viel Sie möchten? Es ist 1.000, 2.000, 3.000, oder? So, ich dachte, ich kann nur 250. Haben Sie doch die ganze Zeit gesagt. Ja, ja, erst einmal, ich helfe Ihnen zu investieren, 250 Euro, aber ich interessiere mich ja, zum Beispiel morgen, wenn Sie bekommen einen Anruf von Ihrer privaten Finanzexperten, dann wie viel möchten Sie zu investieren? Ja. Weil Sie sagen mir, ich möchte mehr investieren, ja? Ja, so 10.000 kann man schon machen. 10.000? Ja. Sie möchten morgen 10.000 Euro investieren? Ja, das geht. Ist ja nicht so viel. Okay. Okay, einen Moment bitte. Okay, dann bleiben Sie bitte ganz kurz am Apparat. Jetzt schauen Sie, ich überprüfe Ihre Postleitzahl. Es ist 12055 Braunenschweigerstraße 77, richtig? Ja. Okay. Okay, dann bleiben Sie bitte ganz kurz, jetzt überprüfe und dann bleiben Sie bitte ganz kurz, ja, bitte nicht auflegen, okay? Ja. Okay, schauen Sie, jetzt ich überprüfe und Sie können Ihre Konto aktivieren mit Online-Banking. Benutzen Sie Online-Banking? Ja, das habe ich auch. Okay, dann schauen Sie, ich schicke Ihnen unsere Bankdaten. Und ja. Damit Sie machen eine Investition an der Börse. Ja, nach der Transaktion machen Sie bitte ein Foto und schicken Sie mir bitte per WhatsApp oder per E-Mail zurück, um Ihre Transaktion zu bestätigen, ja? Warum? Dann sofort, ich bestätige Ihre Transaktion. Und dann ich melde mich bei Ihnen, okay? Sofort. Na, und wozu brauchen Sie das Foto? Damit ich bestätige Ihre Transaktion, weil normalerweise Bank- und Banküberweisung, wir brauchen 2 oder 3 Arbeitstage zu bekommen, dieses Geld, ja? Ja, so lange kann ich warten. Nein, wenn Sie machen diese Überweisung nach der Transaktion, machen Sie bitte einfach ein Foto, wo diese 250 Euro an dieses IBAN geschickt haben, ja? Es ist ganz einfach. Ich suche dieses Belegfoto, ja? Quittungsbelegfoto. Können Sie das machen? Ohne dieses Foto, ich aktiviere leider keine Handelskonto, ja? Ja, aber mein Fotoapparat ist kaputt. Sie arbeiten mit Computer oder mit Handy? Warum haben denn da Leute im Hintergrund geklatscht? Weil meine Mitarbeiterin macht gute Profit momentan. Ach so. Okay, und jetzt, ich brauche Ihre letzte Entscheidung. Machen Sie das oder nicht? Weil ja, natürlich. Natürlich. Okay, dann erst einmal, ich schicke Ihnen unsere Bankdaten, okay? Wohin denn? Jetzt momentan unsere Partnerbank ist in Polen, weil wir arbeiten mit russischsprachigen, deutschsprachigen, englischsprachigen und manchmal polischsprachigen Kunden auch. Deswegen, wir haben verschiedene Büro. In Kanada, in Großbritannien, in Belgien, in Polen, in Österreich. Und momentan unsere Partnerbank ist in Polen, dabei ist es europäische Bank, es ist gar kein Problem. Und wenn Sie machen diese Überweisung mit unserer Partnerbank, damit Sie zahlen gar keine Gebühren an der Börse. Ja, es ist ohne Gebühren. Aha. Okay. Okay, dann schauen Sie, sagen Sie mir bitte, benutzen Sie WhatsApp-Applikation? Nee. Nein, aber benutzen Sie E-Mail, ja? Ja. Es ist j.tutmirbe@mdccfan.de. Richtig? Ja. Okay, einen Moment bitte. Mhm.
Bleiben Sie bitte ganz kurz am Apparat. Natürlich. Okay. Okay, jetzt bleiben Sie bitte ganz kurz und parallel, Sie bekommen ein E-Mail, ja? Ja. Oh, und jetzt, Sie arbeiten mit Computer oder mit Handy? Mit dem Personal Computer. Mit dem Personal Computer, okay. Dann, erst einmal, ich buchstabiere Ihnen unsere Webseite, Ihre Benutzernamen und Passwort, womit Sie einloggen auf Ihrem Arbeitsplattform und parallel, Sie bekommen dieses Bankdaten, okay? Ja. Okay, super. Erst einmal, ich buchstabiere Ihnen unsere Website und öffnen Sie bitte neue Fenster in Ihrer Google Chrome, okay? Ich habe aber kein Google Chrome. Okay, dann öffnen Sie bitte eine neue Fenster, ja? Also von meinem Internet Explorer, ja? Jawohl, jawohl. Ja. Und dann schreiben Sie bitte L wie Ludwig. Haben Sie es schon? Ja, habe ich geschrieben. I wie Ida. Ja, habe ich auch geschrieben. Q wie Quelle. Ja, habe ich auch geschrieben. O wie Urlich. Ja, habe ich auch geschrieben. Ida. Jetzt habe ich nicht aufgepasst. Wie war das Wort? David Dora. Jetzt bin ich durcheinander. Ich glaube, wir müssen noch mal von vorne anfangen. Es ist der Liquid. Ludwig, Ida, Quelle, Urlich, Ida, Dora, Sophia, Paula, Richard, Otto. Haben Sie es schon? Ja, jetzt habe ich das alles geschrieben, ja. Okay, dann öffnen Sie bitte unsere Website jetzt einmal. Na, jetzt bin ich ja erstmal, jetzt habe ich das ja nur eingegeben. Und wie ist da die Domainendung? Was sehen Sie jetzt auf Ihrem Bildschirm? Na, Quelle, Ida, Otto und so weiter, aber da fehlt doch noch das Ende. Nein, es ist liquidpro.com. Achso, das haben Sie ja nicht gesagt. Ich buchstabiere Ihnen, Herr. Ja. Liquids Pro. Mhm. Dann öffnen Sie bitte. Ja. Und was sehen Sie jetzt? Sagen Sie mir bitte. Ja, jetzt habe ich hier so eine Webseite, da blinkt viel und da kann ich mich einloggen da oben. Ganz oben rechts, neben Register, hier ist Anmeldung. Sehen Sie das? Ja. Soll ich da drauf drücken? Jawohl, gucken Sie bitte da drauf. Hm. Habe ich gemacht. Und was kommt jetzt? Na, jetzt muss ich da was eingeben. Was eingeben? Eine E-Mail-Adresse und ein Passwort. Okay, jetzt schreiben Sie bitte Ihre richtige E-Mail-Adresse. Haben Sie schon? Ja. Okay, als Passwort, jetzt schreiben Sie bitte kleine A wie Anton. Ja. Kleine B wie Bertha. Ja. Kleine C wie Cäsar. Hm. 1, 2, 3. Ja. Und jetzt drücken Sie bitte weiter. Hm. Okay, und was sehen Sie jetzt?
Da steht jetzt Error 404. Die Webseite kann wegen einem unbekannten Fehler nicht fortgeführt werden. Noch einmal bitte. Fehler 404. Die Webseite kann wegen einem unbekannten Fehler nicht fortgeführt werden. Nein, das ist unmöglich. Na, ich lese doch hier, ist doch kaputt. Okay, dann erst einmal öffnen Sie bitte Ihre E-Mail und überweisen bitte diese 250 Euro. Moment, dann muss ich mal mich in meine E-Mail einloggen und da mal reingucken. Okay. Und denn? Oh, okay. Sie bekommen eine Nachricht, richtig? Achso, ich soll jetzt nach der E-Mail gucken. Okay. Ja. Von wem wurde die denn geschickt? Sagen Sie mir bitte die letzte Nachricht. Von wem ist das? Hier steht, Letzte Nachricht ist heiße Schnitten, haben Bock auf harten Sex. Nein. Das ist die letzte E-Mail, die ich hier bekommen habe. Okay, jetzt überprüfen Sie bitte Spambox auf. Den was? Spambox. Was ist das? Ihre E-Mail hat eine Option, Spambox, Spam. Nee, da ist, hier, Junkie. Yes, jawohl. Ja, Junkie steht da. Oder sowas okay. Ähnliches. Ja, überprüfen Sie bitte Junkbox. Wo ist denn da der Unterschied? Soll ich mir ja mal so eine Spambox holen? Ist die besser? Nein, es ist das gleiche, ja? Spambox oder Junkbox. Ach so. Aber warum nimmt man da zwei verschiedene Worte für? Ich weiß nicht. Es ist das gleiche. Ach so. Ist ja komisch. Ist mir noch gar nicht aufgefallen. Haben Sie schon geschickt, ja? Jawohl. Ist aber nichts da. Überprüfen Sie bitte jetzt noch einmal. Ich logge mich mal nochmal aus und dann logge ich mich mal nochmal an. Auf Ihrem E-Mail. Ja, muss ich mal gucken, vielleicht geht da nur irgendwas nicht. Nee, ist noch nicht da. Haben Sie das richtig verschickt? Einen Moment, bitte, jetzt ich übertroffe. Bleiben Sie bitte ganz kurz am Apparat. Natürlich. Okay, überprüfen Sie bitte noch einmal Ihren Posteingang. Ja, soll ich mich da nochmal neu einlügen? Vielleicht benutzen Sie WhatsApp-Applikation, weil ich denke, per WhatsApp ist einfacher. Nee, ich habe nur noch dieses Telegram, da wo die ganzen Schwurbler sind und die ganzen Rechtsextremen. Das habe ich mir mal runtergeladen, das Programm. Ach so, und Sie haben keine WhatsApp-Applikation, nee, ja? Nee, weil bei Telegram, da... Das kommt ja aus Dubai oder so, weiß ja keiner so genau, aber da kann man ja nicht, wenn man denn irgendwas macht, so
so, weißt okay, du. Okay, einen Moment. Einen Moment, bitte. Ja. Hast du Telegram? Vielleicht können wir ja mal bei Telegram uns nett austauschen. Hallo. Ja. Okay, dann ich buchstabiere Ihnen Empfängername, IBAN, Verwendungszweck und alles, okay? Ach so, ja, Moment, dann hole ich mir mal einen Zettel und einen Stift. Geht gleich los. Herr, Sie haben keine Nachricht von Blockchain? Nö. Hab ich nichts gekriegt. Weil ich schicke Ihnen zweimal, ja, jetzt. Nochmal. Ich dachte, Sie buchstabieren das jetzt. IBAN? Na, ich dachte, Sie sagen die jetzt. Was sage ich? Na, die IBAN. Die IBAN ist große P wie Paula. Moment. So, ein großes P, ja. Oh, jetzt habe ich, Moment. Ein großes P, ja, hm. Große L wie Ludwig. Ein großes L, ja. 811. Eine 8. Dann eine 2 und eine 2, ja? Nee, eine nein. Ja? 11. Also 8 und dann 11. Jawohl, 11. Ja, und dann? 94. Also die 4 und die 9, ja? Nein, 9 und 4. Ja, die 9 und die 4 habe ich, ja. Dann kommt 0, 1. Moment, die 0 und die 1, ja. 1, 9, 4. Moment, also nach der 1 noch eine 1, ja? Nein, schauen Sie. 8, 1, 1. Dann kommt 9, 4, 0. Ja. 1, 0, 7. Ja. 6, 3, 2, 2. Ja. 0, 3, 8, 7. Ja. 9, 0. Ja. Dann kommt 0, 0. Ja. Nochmal 0, 0. So viele Nullen. Also 0, und 0, 0, 0, ja. Und dann kommt 3 mal die 0. Noch 3 Nullen. 0, 0, 0. Ja, ja. Und dann? Es ist alles. Soll ich die nochmal vorlesen? Okay, dann lesen Sie bitte. Sagen ja. Sie mir bitte. Also, ein P und dann ein H. Ja. Ja, dann eine 8. Ja. Dann eine 1. Ja. Eine 1. Ja. Eine 9. Ja. Eine 4. Jawohl. Eine 0. Jawohl. Eine 1. Jawohl. Eine 0. Jawohl. Eine 7. Jawohl. Eine 6. Jawohl. Eine 3. Jawohl. Eine 2. Jawohl. Eine 2. Jawohl. Eine 0. Jawohl. Eine 3. Jawohl. Eine 8. Ja. Dann eine 7. Jawohl. Als nächstes kommt eine 9. Jawohl. Dann kommt eine 0. Jawohl. Dann kommt noch eine 0. Jawohl. Dann kommt eine 0. Jawohl. Dann kommt eine 0. Jawohl. Dann kommt eine 0. Jawohl.
dann kommt eine 0. Ja. Und dann kommt eine 0. Jawohl. Und das war's? Nein. Und nee. Letzte 0. Ach, noch eine 0. 8 mal die 0, ja? Moment, da muss ich nochmal zählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ich habe aber jetzt 9. Nein, nicht 9, 8 0 brauchen Sie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ich habe 9 Nullen. Okay, dann löschen Sie bitte letzte 0. Kann ich auch die vorletzte löschen? Letzte, jawohl. Ja, dann mache ich die vorletzte 0 weg. Wollen wir nochmal abgleichen, nicht, dass da noch was falsch drin ist? Welche Informationen brauchen Sie jetzt? Weiß ich nicht, was muss man da jetzt noch angeben? Was sehen Sie jetzt auf Ihrem Online-Banking? Ach so, da bin ich doch noch gar nicht eingeloggt. Ich habe mir das erstmal aufgeschrieben. Okay, ciao, schönen Tag. Ja, Betrüger. Sind Sie Betrüger? Ja, ihr seid Betrüger und ich habe dich verarscht. Hey, vielen lieben Dank, dass du dabei warst. Die Kakerlakenparty ist nun leider zu Ende. Allerdings heißt das nicht, dass es langweilig werden muss. Schau jetzt einfach hier in der Playlist und such dir noch ein weiteres Video auf dem Kanal aus. Ich bedanke mich, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.